Moin, ihr Lieben, ich bin's wieder, der Marco vom Whiskyhaus. Ja, halb zehn Montagsmorgens in Deutschland. Für halb zehn Montagsmorgens in Deutschland habe ich mir diesmal gedacht, ich schenke mir einfach mal, ich glaube tatsächlich, den alkoholstärksten Single Malt Whisky ein, den ich, wenn er denn abgefüllt und in die Flasche gekommen ist, bisher getrunken habe. Also, ich habe garantiert schon hochprozentigere Whiskys direkt vor Ort probiert. Aber ich kann mich an keinen Whisky erinnern, der 68,2 Volumenprozent geschlagen hat. Zumindest bei mir beim Probieren. Es kann sein, ich glaube, es gab einen Banner Heaven mit 68,5. Aber 68 und ist extrem, finde ich. Ich habe euch mitgebracht aus der Signatory Vintage Serie, in dem Fall wieder exklusiv für Germany, also für Kirschimport, einen 10 Jahre alten Banner Heaven. In, gerade schon gesagt, Fassstärke 68,2 Volumenprozent. Er kommt aus einem Sherryfass mit der Nummer 900.076. Der Outturn, also die Gesamtmenge der Flaschen, ist 606 Stück. Wir haben wie immer ohne Farbstoff, ohne Kältefiltration. Der Whisky liegt bei 94,90. Und ihr seht, ein klein bisschen was aus der Flasche ist raus. Ich habe den Whisky am Freitag aufgemacht und probiert, weil ich habe die Umdrehungszahl gesehen, habe einfach gesagt, oh, den muss ich probieren, das ist interessant. Kann der Whisky was oder ist der einfach nur noch hochvolumig? Und die erste Nase, wenn ich an dem rieche, ist dunkelfruchtig, schokoladig, frisch. Und da muss man gar keinen Hehl draus machen. Der Alkohol, der kommt wirklich wie ein LKW geschoben. Dabei will ich gar nicht sagen, dass der irgendwie unangenehm ist, aber man merkt sofort, hier baut sich etwas im Glas auf, was einen unglaublichen, heftigen Verdrängungswettbewerb gleich mit meiner Zunge und mit meinen Geschmacksknospen machen wird. Rosinig, schokoladig. Backobst, wie gesagt, sehr, sehr wuchtig, sehr intensiv. Und weil ich den am Freitag schon probiert habe, habe ich tatsächlich Wasser dazu getan. Ich persönlich glaube, dass das ein Whisky ist mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man sich nämlich überlegt, dass man in den Whisky ordentlich Wasser reintun kann. Ich probiere ihn bewusst für euch jetzt erst einmal in Fassstärke. Und dafür nur einen kleinen Schluck. Jetzt überrollt der Whisky den Gaumen regelrecht, ja. Es kommt extreme Wärme. Es kommen, wie ich finde, sehr kräutrige, würzige Aromen. Ihr habt Leder, ihr habt die dunkle Schokolade weiterhin, ihr habt eine feine Süße. Das Rosinige, was man in der Nase hat, finde ich, wird am Gaumen doch eher durch die Würzaromen zurückgedrängt. Ich merke, wie wirklich ein heißer Lavafluss langsam die Speiseröhre runterläuft, wobei das alles nicht stechend ist, aber man merkt einfach, was dieser Whisky für eine unglaubliche Energie verbreitet. Und am Freitag hat er mich tatsächlich noch mehr umgehauen, als er es jetzt gerade tut. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass er gar nicht so heftig ist. Vielleicht bin ich am Freitag etwas unvoreingenommener da dran gegangen und der Schluck war etwas größer. Vielleicht habe ich den Vorsichtsschluck genommen. Und jetzt mache ich ganz bewusst Folgendes. Ich sehe das immer wieder, dass Leute hingehen, nehmen eine Pipette und machen ein Tröpfchen. Ja, schmecken dann ihr Gläschen und sagen, ah, oh, schmeckt ganz anders. 68,2 Volumenprozent. Was soll denn da bitte schön ein Tropfen bewirken, ja? Ich tue da mal richtig Wasser rein, um zu gucken, was passiert. Und das Erste, was ich merke, ist, dass die Fruchtigkeit ein bisschen verdrängt wird. Ich finde das total krasse Schokoladencreme jetzt hier ist. Vielleicht ist der Alkohol sogar jetzt in der Nase einen Ticken intensiver noch. Aber das könnte auch eine Schokoladennussschnitte jetzt sein.
Und das, was jetzt gerade passiert ist, finde ich unfassbar. War der Whisky vorher würzig, ledrig, sehr kraftvoll, intensiv? Ist die Zugabe vom Wasser hier Wahnsinn, was sich gerade verändert? Ich gehe aus der Fruchtigkeit, aus der Leder-Kräuternote fast komplett raus. Ich habe Schokolade, 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 Schokolade. Also, wenn jemand morgens schon Schokolade futtert bis zum geht nicht mehr. Im Übrigen ganz interessant, während ich das aufnehme, klingelt, glaube ich, gerade mein Telefon. Ich habe unfassbar viel Schokolade. Ich finde, das ist ein Whisky, mit dem man super experimentieren kann. Und je mehr Wasser hier reintut, desto besser wird das Preis-Leistungs-Verhältnis des Whiskys. In dem Sinne, einen guten Start in die Woche. Macht es gut. Wir sehen uns. Euer Marco vom Cooler Whisky Haus. Ciao.